Hallo Leute und willkommen zur 56. Folge von Material Energy 5 und ein bisschen Chaos hinter uns, aber da werden wir, glaube ich, noch nicht jetzt zukommen. Oh Gott, der Lag ist ja übel. Also ich sehe auf jeden Fall einen Haufen Probleme auf uns zukommen. Wir müssen mal gucken, was die Quests für dieses Ding sind. Mal schauen. Aber als erstes. Wir können ja mal hier kurz gucken, wie es hier läuft. Anscheinend sind die Prioritäten nicht hoch genug gesetzt. Okay. Da müssen wir noch was machen. Also wir brauchen auf jeden Fall Acceleration Cards. Aber zuerst. 132.000 Cobblestone schon wieder. Aber er baut sie ab. Immerhin. Es scheint voranzugehen. So. Ja, wir brauchen Quests. Und zwar brauchen wir einmal hier. Also, das haben wir jetzt geschafft. Smelt Vibrant Alloy. The Power of Coin. First you get the money. Oh, Platinum, Silver, Copper. Okay. Müssen wir Coins für machen. Ender Steel. Mhm. Luck Ability Toten. Dafür brauchen wir Ethereal Glass. Das ist auch nicht so schwierig. Okay, aber das hier können wir jetzt, glaube ich, machen. Ich glaube, wir können jetzt eine Farming Station bauen. Mal gucken. Farming Station. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, brauchten wir dafür Emeralds. Und die haben wir jetzt. Vibrant Crystal 1. Wir noch so 2, 3, okay, so, dann haben wir das alles. Dann brauchen wir jetzt noch die Copper Gears. Oh, und ein Pulsating Crystal, und dafür brauchen wir Emerald. Oh ja, wir haben einige Emeralds jetzt. Und Diamond. Chuck. Okay. Anscheinend nicht. Müssen hier irgendwo anders rein. Farming Station. Achso, das geht ja wieder nicht hier. Farming. Ich kann nicht mehr schreiben. Farming Station. Pulsating Crystal. Pulsating Iron, okay. Und das können wir herstellen mit Eisen und Ender. Haben wir schon Enderperlen gehabt? Ja. So. Induction Smelter. Klick, klick. Ich weiß nicht mehr, in welchem Verhältnis das war. Ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir auf jeden Fall raus. So. Also, wir haben irgendwo eine Output-Chest. Genau, so. Da kommen jetzt 9 Stück raus. Das müsste also passen. Boah, diese Sprünge sind so übel. So, klack, 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 klack. Pulsating Crystal. Okay. So. Eine Farming Station. Tralala, lalala. Energized Bimetal. Okay. Habe ich noch das? Oh oh. Das könnte jetzt natürlich lustig werden. Wie stelle ich das nochmal her? Redstone, Gold und Glowstone. Redstone. Ah, ich glaube, da hatten wir letztes Mal das kleine Problem, ne? Aber mir reicht ja eins. Oder? Ich brauche mehr. Ich muss gerade kurz nachdenken. Ich
glaube, wir hatten auf der einen Map auch noch Redstone-Vorräte. Das ist alles schwierig gerade. Okay, wir brauchen jetzt wieder hier. Muss ich noch gucken, ob ich das alles habe. Ich glaube nämlich Strontium wird langsam knapp. Strontium. Ah, das haben wir aber noch. Okay, Recipe. Iron. Oxygen. Okay. Boah, diese Kiste macht mir manchmal echt Angst. So. Combiner. Ich brauche einmal das hier. Oh, haben wir schon wieder keine Energie mehr? Carbon. Zumindest ein paar Redstone herzustellen. Man müsste viel mehr Sachen automatisieren, aber dadurch, dass wir es so wenig eigentlich immer brauchen, ist das halt einfach verschwendete Zeit gefühlt. Irgendwo hab Observatory da. So. Okay. Also weiter im Text. Farming. Genau, so, dann brauchen wir das hier, dafür brauchen wir das hier, dafür brauchen wir das hier, dafür brauchen wir Redstone, also genau, Glowstone, oh, da sind wir auch arg an den Vorräten. Das ist ja nicht so schön. Das war... kein Induction Smelter, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das war ein Alloy Smelter, ne? Luminum habe ich hier auch noch irgendwie. Eisen? Ach, Gold war das. Oh. Das war Gold. Gold, 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 Gold. So. Sagen wir müssen noch blöckeweise Gold haben. Wofür brauche ich denn das Luminum nochmal? Sollen wir mal gucken. Usage. Grinding Ball. Gab es da eine Quest oder so? Brauchte ich Luminum Gears? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Oder haben wir nur wieder irgendwas gebaut? Was unsinnig war. Hier steht doch, dass eine Quest noch offen ist. Ach so, ja, wieder diese blöde. Ich kann übrigens die Version irgendwie nicht updaten. Keine Ahnung warum, aber es geht nicht. So. Energetic Alloy. Das kann ich benutzen, um Gears herzustellen. Bimetal Gears irgendwie. Aber ich glaube, dafür brauchen wir die Nuggets, oder? Ja, okay. Zumindest etwas. Ach ja. Ich hoffe, ich habe noch Gears. So. Bei den Jumps kommt man sich schon fast vor. Als ob man Jetpack an hätte. So, okay. Okay, 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 okay. Farming Station.
Tada! Boah. War ja kein Akt oder so über die letzten 500. Ach, da gibt's nicht mal ein Reward für. Okay, so, dann gehen wir jetzt mal hoch kurz. Ich glaube persönlich, wir werden natürlich noch auf ein paar mehr Probleme stoßen. Weil ich sehe hier aktuell keinen Strom. Das ist also schon mal Problem Nummer 1. Wir können ja jetzt mal hier quasi das hier hinstellen. So, dann muss ein Capacitor rein, da muss Strom dran. Wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, von wo ich den holen soll. Okay. Also auf jeden Fall ein Capacitor, der muss es hier eigentlich. Ah, der bastelt sich hier, dreht sich hier durch. Okay, so. Dann gehen wir mal und holen mal einen Octadic Capacitor. Ich glaube, es müsste Max Range geben. Jetzt ist die Frage, wo soll ich denn sonst farmen? Also. So, bitteschön. No power, sage ich ja. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir hier Strom ran? Kann ich hier durchgehen? Okay, hier komme ich auf jeden Fall. Nicht raus. Cool. Ich kann zwar die Wand. Oh, ist ja super. Wo hole ich denn jetzt am besten Energie her? Ist das da ein Anschluss? Drunter, okay. Ja, super. Dabei sieht es doch fast aus, als wenn es ein Anschluss wäre, oder? Oh, guck mal da. Hier runter zu kommen. Okay. Die Frage ist wie. Okay, das heißt, wir bauen den nochmal ab. Gehen jetzt hier runter. Da ist eine Mini-Chest. Hier hat sich haufenweise Wasser. Oh. Aber komme ich hier irgendwo ran? Ich will ehrlich gesagt nicht aus Versehen hier runterfallen oder so, ne? Oh lol. Ernsthaft? Really? Okay, aber von hier aus komme ich auch nirgendwo ran. Was ist denn das hier? Gab's dafür eine Quest? Gab's hier einen Frame dafür? Da! Immerhin etwas. Tada! Oh, da gibt's nicht mal Dings für, okay. Yay.
Was allerdings immer noch nicht die Lösung für das Stromproblem liefert, ne? Leider. Boah, wir sind so schnell, ne? So, aber ich komme hier auch. Klar, ich kann hier. Oh, komm schon. Dein Ernst? Ich komme hier trotzdem nicht weiter mit dem Strom. Also ich komme an Wasser ran und alles, aber ich kann hier keinen Strom nutzen. Boah, ist das ätzend. Jetzt habe ich auch noch das Gefühl, ich muss mich hier unten auch noch umgucken. Also erstmal brauchen wir hier wieder Painted Green. So, damit das Wasser da unten erstmal weg ist. Genau, so. Das ist schon mal Schritt Nummer 1. So. Nehmen wir das weg und bauen neu. Wie kommst du denn hier rein? Okay, anscheinend konnte die Spinne irgendwo spawnen. Und zwar hier in dem Raum. So, dann kommst du hier mal. Aber das heißt, ich kann wahrscheinlich den ganzen Raum hier abbauen. Sehe ich das? Oh Gott, ich habe Angst. Ich glaube, das Ding birgt noch mehr Geheimnisse, als mir eigentlich lieb ist. So, okay. Chip, chip. Ah! Sehr gut, okay, dann ist das schon mal erledigt. Und zumindest das Loch schon mal draußen. So. Check. Okay, gut. Die hatten wir zum Glück schon. Okay. Ich dachte gerade, ich bin völlig doof und habe die ganze Zeit übersehen. Ja, wir kommen trotzdem nicht hier ran. Aber ich kann jetzt zumindest hier unten mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was ich eventuell nicht beachtet habe. Nö. Und ich kann das Klärglaszeug kann ich hier nicht kaputt machen. Das heißt, egal wie ich mich jetzt hier anstelle, hier bringt uns diese Farming Station erstmal überhaupt gar nichts. Hier oben. Ist es hier? Nee, ist ein Future Block. Okay. Aber dahinter ist auch nichts, oder? Nee. Okay, und wenn ich hier oben rausgehe, kommt dann auch direkt Klärglas? Ja, da kommt auch Klärglas. Also mir ist schon klar, er möchte nicht, dass man hier einfach rausgeht oder so. Ne? Das ist alles schon okay. Das kann ich alles auch verstehen. Aber es macht es halt auch nicht einfacher. Hier sind die. Hier oben komme ich, wenn ich hier durchgehe, auch nicht raus. Nö. Okay. Das war alles nicht so effizient. Leider. Vielleicht müssen wir uns einen anderen Punkt zum Farmen suchen. Was ist hiermit? Ach, da geht's auch nicht weiter. Okay. Egal. Ups. So. Dings wieder zu hier. Freuen. Das ist gut. Dann brauchen wir eine andere Option. Ja. Yeah. Mal kurz alles rein. Das ärgert mich so. Das ärgert mich so. Was mache ich denn jetzt? Okay, erstmal brauchen wir hier noch
32 Vibrant Alloy. Okay. Wie war das? Vibrant Alloy. Energetic Alloy und Ender, okay. Energetic Alloy. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Glowstone. Und Glowstone herstellen ist gar nicht so easy. Habe ich noch Phosphor? Ja, okay, gut. Dann ist Glowstone doch einfacher als gedacht. Gut, dann machen wir das mal. Check. Usage. Stelle ich das Tier für 4 oder stelle ich... Ja, ich stelle das Tier. Flip. Flip. Boah, wofür wird es denn verbraucht? Bauen hier drüben noch... Ah, okay. Du kriegst hier... Kann ich dich ausschalten? Ja. Jetzt dürfte es nicht mehr aktiv sein. Das heißt, es dürfte eigentlich nicht so passieren. Ist hier irgendwas drin, was ich verbrennen kann vielleicht? Aluminium, Eisen, Nickel. Oh, das ist doch... Oh, hier ist Gold. Nett, nett. Nett, nett, nett. Also schlecht ist es gar nicht, dass wir hier das Ding hängen haben. Aber es ist halt eigentlich kleiner Stromfresser. Carbon. So, Frut. Jetzt müsste er hier kein Output mehr geben. Ne? Er kriegt was und du arbeitest nicht mehr. Ja, sehr gut. Okay, das heißt, wir können uns jetzt hier ganz gemütlich an die Sachen ranwagen, die wir brauchen. Das ist doch schon mal gut. So, aber trotzdem haben wir noch das Problem mit dem Redstone. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen nervt. Also dieses Eisendings, aber wo bekomme ich denn Strontium her? Rezept. Kann ich das irgendwas gewinnen? Das kann ich nur aus Redstone? Nee. Redstone Ore, Redstone Block. Beetroot. Ahahaha, ich erinnere mich. Boah, es ist zu lange her. Es ist zu lange her. So. Jetzt weiß ich auch, warum wir Strontium hatten. Chuck. Vor allem kommt da jetzt das Gleiche raus, was wir genau einfach brauchen für den für Redstone. Das ist richtig gut. Okay, dann haben wir das Puzzle schon mal gelöst. Ein Puzzlestückchen weniger. Jetzt kann ich natürlich Strontium noch zerlegen und so, aber das brauchen wir nicht. So, okay. Jip. Noch ein bisschen Phosphor. Okay, dann kann ich jetzt hier Usage. Check. Ach, ist das schön. So viele Beetroot Seeds. Sehr angenehm. So, okay. Eisen, Strontium. Ich denke mal, damit werden wir erstmal ein bisschen hinkommen. Okay, so. Wir brauchen also Redstone, Glowstone und Gold. Und auch da haben wir hier erstmal eine sehr gute Quelle gefunden. In der letzten Map. Und natürlich hier das. Okay, theoretisch könnte ich dich jetzt wieder anschalten. So, und könnte einfach sagen, jetzt ich nehme noch, haben wir noch genug Carbon? Ja, das ist nicht mehr so viel, aber ich packe das jetzt mal hier rein. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Gold und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, okay, dann schmeiße ich jetzt mal in den, genau.
so klick, klick, klick. Okay, dann soll er hier mal produzieren. Oh, es wäre so schön. Ich glaube, wir machen uns davon mal einen schöneren. Und ich hätte gerne irgendwo, ich weiß nicht, ich fühle mich langsam, als wenn ich hier alles ausgenutzt hätte. Vielleicht bauen wir das hier noch. Kann ich das hier abbauen? Nee, leider nicht. Aber vielleicht bauen wir hier noch was hin. Bin mir nicht sicher, weil ich finde das langsam ziemlich nervig hier. Oh, wie sieht es eigentlich hier aus? Oh, schon wieder alles voll. Schon wieder alles voll. So. Und um diesmal nicht so arg zu überziehen, zum Glück achte ich jetzt ein bisschen auf die Zeit, würde ich sagen, für heute soll es gewesen sein. Wir sind ein Stückchen weitergekommen, wir haben die Farming Station gebaut. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, was ich damit anstellen soll, wo ich die hinstellen soll. Vielleicht nehmen wir auch eine von den alten Maps oder so und packen die darauf und lassen die nebenbei laufen. Ich weiß es nicht. Ich persönlich würde lieber irgendwo ein Feld hier drin haben, aber das kann man ja sehen. Leider sind die sehr restriktiv, so ein bisschen, die Maps hier. Darum komme ich nicht überall ran, sonst würde ich wahrscheinlich auch hier überall Tunnel und Gänge anders bauen, als sie jetzt aktuell sind, weil man reist ja schon blöd durch die Gegend. Vielleicht craften wir auch einfach nur einen Teleporter, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.